Die Liebe ist schon tot. Es gibt keine Liebe, Schuh. Das stimmt überhaupt nicht. Du liebst mich doch, ich weiß es ganz genau. Auf eine sehr platonische Art und Weise vielleicht, ja. Das verletzt mich jetzt. Jetzt habe ich mir aus Versehen selber ein Follow geschickt. Ich wollte mir kein Follow schicken. Also getestet von uns. So, was Jetzt haben wir habe denn ich mich selbst heute? nochmal Soll gefollowt. regnen? Ach stimmt, wir haben ja Frühling wieder. Und ich habe neutrale Geister. So. Okay, jetzt roll ich die Credits. Was macht denn dieses Scheißprogramm? Ich will doch nur wieder den Chat Der sehen. Fehler sitzt immer vor dem Aber warum sehe Computer. ich den Chat denn nicht mehr? Das kann doch nicht sein. Ja, mein Chat ist ja eingestellt. Also, falls ihr einen Profi-Streamer sehen wollt, müsst ihr zu mir kommen. What? Lumi, kannst du mal kurz gucken, was soll ich mit der geheimen Notiz? Wo soll ich denn das jetzt gucken? Keine Ahnung, kannst du mir irgendwie meinen Stream mit aufmachen? Oh, das ist jetzt auch noch zusätzlich. Ist ja nicht so, dass ich noch gar nicht spiele, weil ich meinen Stream nicht reinkriege. Warte, ich guck bei Oder mir. die Leute in meinem Chat. Vielleicht können, weil Dione hat die letztens auch erst gefunden, zum ersten Ach Mal die geheimen so. Notizen. Die können mir auch nicht helfen. Ist das der Brunnen? Keine Ahnung. Und dann musst du am Brunnen irgendwo entlang gehen. Was ist das? Und vor allem dann mit dem Haken am Ende? Ja, Hä? dass du es gefunden hast, da ist irgendwo ein Schatz. Okay, ich verstehe es nicht. Also du musst irgendwo an dem Brunnen wahrscheinlich stehen, dann gehst du nach rechts, nach unten, nach rechts, nach oben, nach rechts, nach oben, nach rechts, nach unten, nach links, etc. Ja, Und dann ja. kommst du irgendwann an, aber ich habe das auch noch nicht so ganz gecheckt, wie das laufen soll. Es geht gleich los bei mir, wenn ich irgendwie Streamlabs hinbekommen habe. Trotzdem das Gefühl, du bist heute lauter, oder ich bin es nicht mehr gewöhnt, dass du mir so im Ohr sitzt. Keine Es Ahnung. kann auch sein, dass ich lauter bin. Ich habe zwischenzeitlich hier mal wieder abgebaut und habe wieder zu meinem Sofa gewechselt und habe es wieder umgestellt. Ach, du und dein Sofa, ey. Hör doch auf damit. Es ist so gemütlich. Hör doch auf damit. Ich hoffe, unser Apfelbaum ist bald wieder reif. Wieso geht denn das nicht? Wenigstens Achso. läuft die Zeit jetzt langsamer, weil du da bist. Andersrum, weil nur du da bist und nicht. Die läuft langsam, wenn weniger Leute da sind. Ich glaube schon. Bist du dir da sicher? Ja, du siehst den Chat, Schuh. Ich sehe ihn nicht und das ist das Problem. Da anscheinend ja doch, weil du redest ja mit Chu. Ja, ich habe jetzt auf dem Fernseher gerade Twitch offen und links versuche ich auf dem anderen Bildschirm versuche ich Streamlabs zum Laufen zu kriegen und deswegen spiele ich auch gerade nicht, sondern beschimpfe nur den Bildschirm. Ach, So. Lumi tut immer so, als könnte sie nix. Und dabei kann sie wirklich nix. Nicht mal sich darauf konzentrieren, wenn sie gedisst wird. Ich habe dich in meinem Stream gerade beleidigt. Ah. Mute sie also jetzt zum Beleidigen. Ich brauche mich Danke. nicht muten, man kann auch mit Gesten beleidigen. Nein, du mutest dich also eindeutig zum Beleidigen. Das finde ich jetzt aber nicht so nett von dir. Ich mute mich immer zum Beleidigen. Wenn du nicht hörst, was für böse Wörter ich kenne und sie selber benutzt. Das ist nichts für Keine bösen Wörter. kleine Benny-Ohren und so. Keine bösen Wörter. Also ich check's nicht so Verstehe. ganz. Den Follow sendet er durch, aber mein Chat nicht. Wer wann macht Streamlabs überhaupt in Overlay-Gedöns für Chat? Ist kein Overlay. Ich habe es auf einem anderen Bildschirm und in der Konsole kommt normalerweise der Chat auch. So. Und der funktioniert besser als der Twitch-Chat, weil wenn ich den Ach, du Twitch-Chat meinst vom aufmache, hält er manchmal Streamlabs Chatbot, an. oder? Was? Du meinst vom Streamlabs Chatbot, oder? Ja, genau. Ja, der funktioniert bei mir immer, aber ich benutze den halt nicht. Ich Ja, bei benutze mir funktioniert er jetzt gerade nicht. den Streamlabs Chatbot leider nur für, oder leider, nur für Dingsbums, für Sounds. Aber ich bin ja ganz offensichtlich online. Zumindest bei mir. Ja, ich habe ja auch einen Zuschauer. Ja, der kann ja auch aus Versehen drauf geklickt haben. Ja, und dann schreibt er mit mir und antwortet auf das, was ich sage. Da muss ich ja online sein. Nee, nee, der kann einfach nur gut hell sehen. Ein Gefühl dafür, ja. Ja. Probieren wir es nochmal. Das ist einfach der paranormale Schuh. Okay. Okay. What token seems invalid?
Dann musst du dich nochmal neu einloggen über den Bot. In ja, aber meine Token, da sagt sie seit. Warte mal, Canary Token? Spot Authorization? Okay. Boah, jetzt muss man sein Passwort noch wissen, ne? Mein Twitch-Passwort weißt du ja hoffentlich. Nee. Ach Mann. Okay. Einmal mit Profis arbeiten. Ah, doch, jetzt. Okay. Richtig, Token per SMS. Per SMS? Alter, was für ein Umstand, ey. Ja, per SMS. Welchem Jahrhundert lebst du denn? In dem Jahrhundert, wo man nicht alle seine Daten überall preisgibt. Deswegen haben die nur meine Handynummer, aber ich habe keine Verbindung irgendwie mit irgendeiner App oder sowas. Siehst du, ich finde die Handynummer schlimmer als mit irgendwelchen Apps. Nee, weil die Apps kann tracken, was ich mache und die Handynummer kann das nicht. Normalerweise kann ich das nicht einfach so tracken, was du machst. Naja, man erlaubt den Dingen ein bisschen mehr, als man eigentlich denkt. Bei Android 7.1 kannst du eigentlich sehr genau einsehen, was du ihnen erlaubst. Übrigens, die Tiere waren deine Option, ne, eigentlich? Ich liege gerade den ganzen Tag im Bett, weil ich technische Probleme habe. Du faules Stück! Jetzt komm mir nicht mit Tieren. Jetzt geht's. So. Hört ihr das? Erst zu spät kommen und den ganzen Tag im Bett verbringen, ja? So ist das hier nämlich, die Zusammenarbeit. Auch Schuh nicht weinen, so wichtig ist meine Handynummer nicht. Für Schuh so. Vielleicht schon? Für Schuh vielleicht schon, Aber mehr als mich anrufen und ich gehe nicht ran und sowas kann man damit auch nicht. Oh, wir haben ein kleines Hühnchen. Bei uns, wir haben Nachwuchshühnchen. Ja, ich kümmere mich um die Tiere. Na, aber seit wann brauchen wir wieder ein Nachwuchshühnchen? Ich habe euch gefragt, ob ich ein Nachwuchshühnchen züchten darf und ihr habt beide ja gesagt. Wie züchtet man denn Nachwuchshühnchen? Indem man da ein Ei reinsteckt. Ach so, stimmt, da war was. What? Das klingt. Da muss ich aber jetzt mal kurz länger lesen. Was? Mir kommt gerade eine Wall of Text im Chat. Die kann ich nicht mal eben so nebenbei lesen. Das sind 5 komplette Zeilen. Ich pflanze dann mal weiter an, gell? Irgendjemand muss ja arbeiten. 5 komplette Zeilen, das ist unglaublich viel zu lesen. Wahnsinn. Naja, nicht in dem normalen... Nicht in dem normalen Chat hier von wegen neben dem Stream, weil da ist es nämlich schmaler. Das ist eine Abbildung des Marktplatzes. Von der Kreismitte des Marktplatzes ausgehend folgen den Richtungspfeilen, bis die Spielfigur auf ein permanentes Hindernis trifft. Dieser Pfad führt durch die Stadt, über die Brücke zum Joja-Markt und zu guter Letzt zu einem Truck, der daneben parkt. Mit dem Truck zu interagieren erlaubt dem Spieler, mit dem Fahrer des Fahrzeugs zu sprechen, der eine Hasenpfote verlangt. Sofern im Inventar kann man die Pfote gegen ein besonderes Amulett tauschen. Das und da ging es nicht mehr weiter. Und da wurde wieder ganz schön viel verraten, meine liebe Diona. Ich mag das nicht so, wenn so viel verraten wird. Ich wollte es selber. Ansonsten hätten wir es niemals rausgekriegt. Das stimmt, aber mir hätte der Hinweis gereicht, dass es vom Marktplatz aus ist. Das wäre mir lieber gewesen. Muss ich ehrlich mal sagen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht als Gemeinheit aufgefasst. So, ich habe noch einen Brief. Man möchte dich lieber in den Arm nehmen und knuddeln, weil du so weinerlich klingst. Das ist auch okay. Ich versuche mal noch ein bisschen hart zu kriegen. Lass mich ganz gerne knuddeln. Knuddeln! Aber du wolltest es doch, darf man jetzt auch nicht aus dem Kontext ziehen. Nein, ich wollte es nicht. Ich verkaufe jetzt hochwertigen Dünger und neue Nutzpflanzen. Bis bald, Pierre. Okay. Ja. Pierre hat jetzt mehr Dünger. Es gibt keine Bäume mehr, gell? Wir können gar keinen Dünger mehr herstellen, scheint mir. Hey, wir wachsen doch gerade voll viele neue Bäume. Ich habe 2 abgeholzt, ansonsten wachsen hier noch. Ich wollte also mich eigentlich. Hier wachsen gerade ganz viele neue Bäume. Ja, aber die sind alle noch so klein. Aber wir haben doch auch noch Dünger. Haben wir denn noch Dünger? Wo ist denn das Problem? Ich habe keinen gefunden. Düngdummer. Oh, es gibt ja Frühlingsfielen. Okay, dann gibt's nichts mehr. So war es nicht gemeint, dass du nichts geben sollst. Es ging nur ein Tipp, wo man das benutzen kann. Okay, ich wollte halt nur nicht gleich die ganze Lösung haben. Wenn es da ein bisschen heikel. Also. Wir hatten da schon viele Diskussionen. Ja. Und dann soll er sagen, weiter oder stopp. Du bist doof. So, es befindet sich am und dann kann er immer noch sagen, nein, ich will es nicht wissen. Und dann sagt er ja. Und dann sagst du am Marktplatz. Und dann sagt er weiter. Und sagt er ja, von da aus. Und dann sagst du weiter. Und dann sagt er, musst du die Schritte laufen, die da stehen. Und dann sagt er weiter oder stopp. So macht man das mit mir.
Jona, dann wünsche ich erstmal viel Spaß im Lurk-Modus, bis bald. Und ich habe hier gerade noch eine Notiz. Wenn du dies lesen kannst, komm zum Geheimwald. Bitte bring Ahornsirup. Das hatten wir schon. Das war der Bär. Stimmt, aber den hatte ich nicht. Kann ich ihm trotzdem noch nochmal machen? Keine Ahnung. Kann ich ihm trotzdem noch Ahornsirup geben? Schöne Sibar. Da ist noch ein Baum. Aber die Bäume in der Stadt kann man alle nicht abholzen, gell? Nee, ich glaube nicht. Aussehen. Die kannst du, glaube ich, alle nicht abholzen. Ich habe oder so irgendwas und ich habe keine da. Kleben ist doch scheiße. Du kannst einfach Cola holen gehen? Ja, klar, ich stehe jetzt mitten im Stream auf und lasse dich jetzt mal so 20 Minuten alleine, um mir eine Cola kaufen zu können. Hättest du ja vorher eine Cola holen gehen können. Aber ich habe jetzt Lust auf eine Cola. Ich könnte nicht vorher wissen, dass ich Lust haben werde. Kann ich wissen, dass Frauen das nicht planen können, wann sie mal Lust auf irgendwas haben? Na, ich habe so Zeug nicht per se schon mal nicht da, dass ich es nicht trinke, wenn ich eigentlich gar nicht so richtig Lust drauf habe. Und dann werde ich ja fett. Deswegen kaufe ich es immer, wenn ich Lust drauf habe. Und jetzt habe ich halt Lust drauf, aber jetzt kann ich es nicht kaufen. Das ist ein großes Dilemma. Genau, man wird nämlich immer nur fett, wenn man das trinkt und man keine Lust drauf hat. Ja, wenn man es... weg ist es. Moment, habe ich erzählt, dass meine Halbschwester Rhabarberkuchen mag? Gib ihr das, wenn du dich mit ihr anfreunden willst. Rhabarberkuchen ist auch sowas. Ich will die aber noch eine gefrorene Träne geben. Bleib stehen! So. Mit Rhabarberkuchen kannst du mich, glaube ich, jagen. Magst du keinen Rhabarber? Ich mag schon Rhabarberlimonade nicht. Oder Rhabarberlimonade mag ich gerne. Rhabarberkuchen kommt so ein bisschen auf den Kuchen an. Was ich nicht mag, sind so Obstkuchen, die so dicken Teig haben. Die so mehr Teig als Obstkuchen sind. Ach so, die Sequenz geht nur bis 17 Uhr. Okay. Durst habe ich per se. Ich sollte mir vielleicht noch was zu trinken holen. Ich gehe mal zurück ins Bett und hole mir noch was zu trinken. 12 Uhr mittags, pünktlich, letzter Tag der Saison. Sieh dir den Busch über dem Spielplatz an. Hatten wir es nicht auch schon? Ja. Kommt mir bekannt vor. Das war das mit dem Junimo-Ding, glaube ich. Was kann man denn noch schinken? Eine Schneesüße? Komm ich wieder im Lurk, alles gut. Boah, guck mal, du kriegst einen Diamanten. Du darfst doch nicht im Lurk sein, alles gut. Ich höre das schon, du machst heute alle deine Zuschauer fertig. Die weinen schon. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier niemanden fertig machen. Ich höre die Tränen bis hierher. Ich weine hier gleich, wenn du mich so angreifst und mir solche Sachen unterstellst, weil ich will niemandem wehtun. Nur ein bisschen Hartholz farmen. Solange ich noch Energie habe. Du bist eben aus hartem Holz. Ich muss den Felix ersetzen mit seinen dummen Flachwitzen. Du willst gar nicht wissen, was für hartes Holz ich habe. Da müssen wir beide ein bisschen den Felix ersetzen, ja? Was? Ja, stimmt. Wir geben das so ein bisschen hin und her. Ich nehme das auch nicht persönlicher, als es gemeint ist. Das ist aber komplett persönlich gemeint. Mach mir keine Angst. War also kleinlaut, mach mir keine Angst. Was ist das denn hier? Moment mal. Hat jetzt eigentlich keiner von uns was Neues angepflanzt? Nö, da ist doch noch Sachen angepflanzt. Aber wir haben nichts neu gekauft noch extra zum extra Doch, Leute wir haben ja alles in die Truhe gelegt. Da war noch jede Menge übrig vom ersten Tag. Ja, das wusste ich natürlich nicht. Warum weißt du sowas nicht? Warum merkst du dir sowas nicht? Warum ist dir unsere Farben so verdammt weil wichtig? Eventuell, weil es schon 2 Wochen her ist, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Und da war ganz schön viel los. Hat der ja jetzt schon Demenz, ja? Nee, die Farbe ist mir nur egal. Hast schon richtig erkannt. Wie asozial von dir. Oh Gott, wir haben 1:30 Uhr, warum sagst du nichts? Wir haben übrigens 1:30 Uhr, Lumi. 1:40 Uhr jetzt. Ja. Gehst du zu meinem Teddy schlafen? Teddy! Ich geh zu meinen 2 Junimos. Oh, ich glaube, ich schaff's nicht mehr ins Bett. Stimmt, das Riesen-Junimo. Aber das habe ich auch bei mir. Du hast ja das von Felix bekommen. Perfekt. In der letzten Minute. Den Tag habe ich optimal ausgenutzt dafür, dass ich erst um 18 Uhr aufgestanden bin. Ich wollte gerade sagen, dafür, dass du den ganzen Tag im Bett gepennt hast. Ja. Oh, ich könnte mir einen Eistee machen. Das geht. Selbstgemachter Eistee? Nee. So billigen Instant-Eistee. Ja, das geht, ja. Das selbstgemachte Eistee dauert jetzt zu lange, bis ich jetzt den aufgekocht habe und kalt gestellt habe. Ist der Stream vorbei, aber ich habe jetzt Durst. Morgen wird es ein ganz klar und sonnig sein. Heute sind die Geister gut drauf.
Sehr geehrter Kunde, sehr geschätzte Kunden, danke, dass Sie Piers besucht haben. In diesem Brief befindet sich Ihre Rückzahlung für unser Geld-Zurück-Belohnungsprogramm. Bis zum nächsten Mal. Moment, das habe ich doch bestimmt auch. Geld-Zurück-Belohnungsprogramm, 570. Nö, Pierre, schick mir einfach nochmal den Brief mit hochwertigem Dünger. Danke. Bei Werbung. Ja. Tja, ich bin halt auch die bessere Kundin, ich habe alles eingekauft. Danke, Machst du denn jetzt Pierre. Die Tiere, wenn ich jetzt hier pflanze? Oder soll ich zu den Tieren? Können wir machen, wie du möchtest. Ich kann auch pflanzen. Ich kann auch pflanzen. Wir können gar nicht mehr pflanzen, wir haben keinen Dünger mehr. Und es gibt einfach nirgendwo mehr Bäume. Mhm. Wie wir sonst Dünger hergestellt kriegen. Dü-dü-dü. Schwebeschall. Darauf können sie bauen. Bitte, warte. Diese Steine können sie bauen. Ich muss mein ganzes Inventar hier sortieren. Okay. Also wir sollten entweder langsam mal mehr Sachen bauen, wo wir Milch und Eier verwenden, oder Milch und Eier verkaufen, ohne sie zu verwenden oder verschenken oder so. Kannst du halt auch einfach verkaufen. Mal so. Hast du jetzt die Tiere Eier, eigentlich? Ne? Was? Machst du jetzt die Tiere? Ja, jetzt bin ich schon da. Ich kann ja auch einfach. Ich habe übrigens die Quest nochmal für Ahornsirup. Ich kann ja auch einfach noch ein paar von den Mayonnaise-Maschinen bauen. Ja, mach mal. Holzstein, Erdkristall, Kupferbonnen. Hallo, ihr Kühe. Ich warte jetzt mit meinem Eis hier extra drauf, bis ich meine Arbeit erledigt habe. Holzstein. Wir müssen auch dran denken, dass wir wieder Heu ernten, gell? Machen wir doch automatisch, wenn wir es abdingen. Aber nicht, wenn wir es mit dem Schwert abdingst, oder? Erdkristall. Nee, ich habe aber auch die Sense genommen. Ach so. Ja, und hier unten sollte man vielleicht was pflanzen. Die haben keins mehr. Dann pflanzt doch was. Ich hab ja nichts da. Dann hol was. Da muss ich ja was einkaufen gehen. Das ist Mittwoch, der Laden dazu. Kümmere dich doch mal um deine Tiere. Ich kümmere mich ja drum. Hol ja schon die Eier. Und knuddel jedes. Oh, die Küken sind so süß. So. Die letzte Zeit mehr um unsere Tiere gekümmert als um du. Um unsere Kinder? Ich hab's genau gehört. Ja, jetzt, ich liebe dich doch, so war jetzt das. Jetzt wird's aber. Ich will creepy. Abigail, ja? Ich will nicht dich. Creepy! Du kannst ja Abigail und mich haben. Okay, damit können wir leben. So, ich will ja auch noch Sebastian. Okay. Wie machen wir das dann alle vier gleichzeitig oder verabreden wir uns, wer wann wo? Wer wann wo? Also ich möchte jetzt nicht unbedingt mit Abigail. Also. Okay. Schade, ich dachte, da wird dann mal rumgetauscht. Du kannst gerne Sebastian mal haben, wenn du das möchtest, aber. Muss ich mir nur überlegen. Ja, probier halt mal was Neues aus, ne? Macht vielleicht Spaß. Du weißt es schon. Ich glaube, da müsste ich vorher mit Chris erstmal ein Wörtchen reden. Chris? Einer meiner Zuschauer. Was hat denn der damit zu tun? Der hat mir gesagt, dass ich hübsch bin, ja? Hat er recht? Was, war das gerade eine Frage oder eine Aussage? Nein, das war eine Aussage. Ich meine, wo ist das Problem dabei, wenn er das sagt? Da habe ich auch gesagt, Dankeschön. Ja, eben. Und er hat gemeint, dass er sozusagen vom anderen Ufer ist. Deswegen habe ich das vor allen Dingen gesagt, müsste mit ihm reden. Ach so, verstehe. Da habe ich dann auch gesagt, das ist dann, finde ich sogar noch ein bisschen mehr wert, wenn sozusagen jemand das sagt, der sich dafür interessiert, so ungefähr. Das klingt. Hallo Xeli. Ja, weil ich habe versucht, bei einer Freundin von mir, mich mit der mal so freundschaftlich halt zu unterhalten, wo ich dann gesagt habe, guck mal, der Typ, der sieht ja nicht eigentlich ganz nett aus. Und sie guckt mich halt bloß so an. Nope, not even close. Oh, wie hart. Und ich dann wäre halt so, ich hätte mir gedacht, wenn ich eine Frau wäre, würde ich den ganz nett finden. So vom, also gut aussehend halt von Optik her. Ja, aber ganz im Ernst, der Geschmack ist ja auch sehr unterschiedlich. Das also stimmt. Wenn du das ist ja, ich war mal feiern, also bin ja öfter mal feiern, und habe dort ein Mädchen kennengelernt, so, und habe mich mit ihr halt unterhalten. Und dann stand sie halt so an der Tanzfläche und guckte so über die Tanzfläche hinweg und meinte dann irgendwann so, oh, ey, der Kerl da vorne, ey, ich könnte so sabbern. Und ich so, okay. Und ich habe so die ganze Tanzfläche abgesucht nach dem Kerl, wo man sabbern könnte. Ja, das sein okay. Könnte. Kein Kerl da, wo du sabbern könntest. Nur Leute, wo du entweder wegrennst oder wo du sagst, naja, können wir mal mitreden, gucken, was bei rumkommt, ja. So,
aber halt nichts so Geiles, ne? Und dann habe ich sie halt näher gefragt, und wie meinst du da? Und sie, ja, der da mit den Springerstiefeln. Und ich so, okay, guck den an. Das ist halt so ein, ja, er war nicht viel, war eher kleiner als ich, mit so blonden, längeren Haaren und halt einfach überhaupt nicht mein Typ, so überhaupt nicht. Also hat mich jetzt gar nicht angesprochen und dann habe ich gemeint, ja, das ist jetzt halt nicht ganz so mein Typ. Und dann lacht sie mich halt an und meint, hey, das ist die beste Voraussetzung, richtig gute Freunde zu werden, wenn wir nicht auf die gleichen Kerle stehen. So. Ja, also und ich habe das noch nie so betrachtet, aber sie hat echt recht. Ja. Und wenn ich mir... Wenn ich mir so auch ein Hütchen kaufen? Hm? Sollt ihr auch ein Hütchen kaufen? Ich habe ein Hütchen. Gibt noch, kannst aber wieder Hüte kaufen. Tschüss, hi Uchi. Entschuldigung für die Unterbrechung. Kein Ding. Nee, das Ding ist an der Sache, was ich will, um das zu beenden quasi, wenn ich mir so die Partner angucke von meinen engeren Freundinnen und sowas, also die und, du auch und die nicht von haben mir. Wollen. Das, also gut, meine beste Freundin und ich, wir haben schon teilweise einen relativ ähnlichen Geschmack. Aber andere und ich nicht. Warum geht das nicht? Ich habe einen neuen Soundbefehl eingerichtet. Ich habe auch einen neuen Soundbefehl eingerichtet, aber meiner ging. Zumindest zuletzt. Meiner geht natürlich nicht. Und wie gesagt, jetzt nochmal Xedi, hallihallo, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, du hattest einen tollen Tag. Hallo, Maniac Nummer 1. Ah, der war auch gerade bei mir. Ah, okay, deswegen Hallo gefunden. Ich dachte, das wäre irgendjemand aus dem Real Life, mit dem ich es verpeilt habe. Nee, ich habe, glaube ich, den Multi-Link nicht mehr richtig drin. Fällt mir gerade so auf. Den muss ich wieder umstellen gleich, wenn der Tag vorbei ist. Warum geht denn? Warum geht der? Das andere Kram geht doch. Okay, der Damage-Sound ist neu drin. Es geht nicht, wenn ich im OBS das mache. Danke für die Cheers, Maniac. Genau, der gute Maniac hat bei mir auch gerade gecheert. Das ist doch lieb. Kommt neu rein und cheert, während ich am Failen bin. Das baut auf, das ist sehr, sehr gut. Man kann ja bei dir auch nur cheeren, während du am Failen bist. Was? Entschuldigung, jetzt habe ich dich nicht gehört. Ich hab nicht man gehört. Kann bei dir ja auch nur cheeren, während du am Failen bist. Gibt dir gar keinen anderen Zustand. Ich am Failen bin. Okay, das Hallo, wie geht's denn so? Gefällt mir nicht, weil da nämlich noch ein Dings dabei ist. Irgendwie so ein Kratzer. Ich brauche was Neues. Ochi, vergiss es, dass ich was gesagt habe. Ja, gerne. Den Follow darfst du gerne mit dazu nehmen. Den gibt's gratis. So. Ich dachte, wir haben das vorhin besprochen. Du darfst das nur gegen Geld machen. Das darf nicht stimmt, jeder. Ja. Meet and Greets gibt's nur gegen Geld. Meine Handynummer gibt's gegen Geld. Oh, also gegen wie viel Geld denn? Gegen viel Geld. Da bin ich jetzt gespannt. Du warst ja schon. Ja, deswegen. Ich wollte mal wissen, wie viel das wert ist. Ich sollte vielleicht doch Musik anmachen bei Stardew Valley. Es ist irgendwie sehr trocken ohne. Bei mir ist gerade Musik. Du musst bloß regelmäßig den Bereich wechseln, dann hast du auch Musik. Ja, mach ich doch. Ich laufe hier die ganze Zeit planlos hin und her, weil ich die ganze Zeit vergesse, was ich eigentlich machen wollte. Nicht nur ein Euro, keine Ahnung. Ich würde meine Handynummer echt nicht gegen Geld rausgeben. Also die Psychos, die Geld bezahlen für eine Handynummer, die will ich nicht an meinem Handy haben. Hm. Schade. Leute, ihr könnt bei mir für 100 € Lumis Handynummer haben. Was geht bei dir? Was ist kaputt mit dir? Es war natürlich ein Spaß, aber das mache ich natürlich nicht. Das sagst du jetzt und dann kommt jemand und bietet dir 200. Und dann denkst du einfach mal so, Nee. Kaufe ich mir jetzt irgendwie was Schönes Neues oder wahre ich dich? Nee. Umi wird es nie herausfinden, dass ich die Nummer abgegeben habe. Naja, vielleicht doch, weil dann ruft jemand dich an und sagt, der Benni hat es mir verkauft. Tatsächlich habe ich letzte Woche zwei Leute angerufen mit einer unbekannten Handynummer. Ich habe das erst hinterher gesehen. Oh, ich habe einen 60 cm großen Waldspringer gefangen. So, jetzt laufe ich schon wieder. Was wollte ich denn eigentlich machen? Schon 19 Uhr übrigens. Ich wollte Dünger herstellen und dann wollte ich noch was pflanzen. Das war zwar nicht der ursprüngliche Plan, der war irgendwie ein ganz anderer, aber das ist zumindest ein besserer Plan als nichts. Was mit dem Dünger ist passiert, als ich abgelenkt wurde. So. Und ich weiß, dass ein Vierteldollar weniger ist als ein Euro. Gummi ist nicht Bumbo. Wie kommt ihr jetzt auf ein Vierteldollar? Weiß ich nicht. Wegen der Frage, nachdem wie viel meine Handynummer kostet, kam erst das Anbieten von einem Euro und danach ein Vierteldollar. Wo ich gesagt habe, mehr als ein Euro. Das könnte ich halt fiese Sprüche machen, aber ich mach mal nicht. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Wie hatten wir uns dann geeinigt auf mein Schwert oder Nicht-Schwert? Ich habe ein Schwert.
Das hast du mir, glaube ich, gegeben sogar. Nee, das, was ich kaufen wollte. Was wollte ich denn für eins kaufen? Das weiß ich doch nicht, was du dir für ein Schwert kaufen wolltest. Wollten wir irgendwas anderes vorher kaufen? Das Schwert keine ist mir jetzt Ahnung. So, ich mache jetzt mal hier und dann mache ich... Zwei Viertel Dollar bietet die, oder? Es wird immer mehr. Das ist ja zumindest mal wieder ein Fortschritt von 1/4 Dollar, ja? Und nicht hier ein Viertel Dollar ist es, es ist ein Fortschritt, aber es ist immer noch kein Euro, oder? Wie sind denn die Wechselkurse momentan? Dollar ist immer noch weniger wert als Euro. Ja, siehste. Also, sag ja, ganz verblödet bin ich ja dann doch nicht. Schön, dass du es so ausgedrückt hast. Ich meine, diese Disserei, ey. Das war überhaupt kein Disser. Ich habe nur gesagt, schön, dass du es so ausgedrückt hast. Jetzt ins Bett, zieh die Decke über den Kopf und hol mir was zu trinken. So. Bis später. Macht ja keinen Unterschied in der Produktivität. Ich höre dich jetzt nicht mehr und ich will dich auch nicht mehr hören. Aber ich kann alles nachgucken. Sag nichts Böses. Ich sag immer nur nette Sachen. Liebe Lumi-Chat. Fällt mir ein, ich wollte dann den Dingens noch einrichten. Den Multi-Twitch-Link. Mach ich dann gleich. Jetzt ist er endlich weg. Jetzt habe ich hier meine Ruhe, kann in Ruhe angeln. Meinen Tee trinken, mein Säftchen. Und keiner tut mir böse Sachen über mich sagen. Das ist doch schön. Ihr müsst euch währenddessen bei Lumi einfach das Ding stoppen. Das hat mich sogar ein bisschen erschrocken. Nix nach Ruhe. Ihr müsst euch in der Zeit einfach mal Lumis Bettszene anschauen. Da, 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 da. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht jetzt, die, dass du jetzt einfach mal einen Quark-Sound raushaust. Ich bin, glaube ich, nur nicht so jemand, der offensichtlich erschrickt. Ich glaube, ich zuck eher innerlich zusammen sozusagen. Ich finde aber hier nun die gleichen langweiligen Fische. Wir müssen mal die guten Fische wieder kriegen. Geh noch mal an den Strand, gucken, ob hier irgendwas ist. Hier können wir jetzt nur was ausbuddeln. Bisschen Lehm. Noch eine Muschel mitnehmen. Noch was ausbuddeln, noch eine geheime Notiz bekommen. Noch was ausbuddeln, noch ein geheimes Büchlein. Dann gehen die Kanalisation. Was? Ich habe gerade gesagt, ich soll in die Kanalisation gehen. Wieso kann ich das geheime Buch nicht aufnehmen? Okay, aus irgendeinem Grund kann ich das geheime Buch nicht aufnehmen. Das geheime Buch. Was ich hier gerade ausgebuddelt habe. Wo ist mein Zipfelmützchen? Da ist mein Zipfelmützchen. Hast du jetzt ein Nikolausmützchen aufgesetzt? Da habe ich schon die ganze Zeit auf. Du bist besser vorbereitet als ich. Ich habe nämlich keine Nikolausmütze. Es ist Nikolaus heute. So, ich bin zwar der totale Grinch momentan. Ich habe echt keinen Bock auf Weihnachten, aber ich finde mich mit der Mütze so süß. Also muss ich die Gelegenheit nutzen, sie aufzuziehen. Kannst du doch in der Vorweihnachtszeit einfach immer aufsetzen, wenn du die so süß findest. Hatte ich auch schon überlegt, ja. Da macht der Adventsstream. Vielleicht mache ich auch Adventsstream oder so. Oder lass einfach die Mütze auf. Ich finde die niedlich. Ich weiß nicht, ich mag die Mütze. Jetzt würde ich einfach immer eine Mütze anziehen beim Zocken. Dann ist mir nämlich auch nicht so kalt. Ach so, in die Kanalisation gehen, da gibt es die guten Fische. Deswegen. Kannst du jetzt mal endlich ins Bett kommen, Schatz? Ich gehe eh nicht in dein Bett. Wenn, dann schlafe ich bei Felix. Felix ist gar nicht da. Ja eben, habe ich noch ein Bett mehr, wo ich mich reinpacken kann. Wir können ja immer in sein Bett pupsen, bis er wieder kommt. Mache ich jetzt auch. Stimmt, er hat noch den kleinen Raum. Felix ist der Einzige, der nicht so gierig ist, wie wir und direkt eine große Wohnung wollte. So, das muss man ihm ja mal fast zugute halten, gell? Also.